Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch die Bücher, die im April bei mir eingezogen sind. Es sind doch etwas mehr geworden, als ich ursprünglich gedacht hatte. Ich dachte noch so, ja, dieses Monat hast du ja gar nicht so viele, aber irgendwie doch. Ich fange jetzt auch gleich mal an, damit das Video nicht allzu lange wird. Ich hatte im März Geburtstag, also Ende März, und habe da ein paar Buchgutscheine für meine Lieblingsbuchhandlung von meinen Verwandten geschenkt bekommen. Die wissen nämlich, womit sie mir eine Freude machen können. Und da bin ich dann gleich mal losgezogen mit einer Freundin und habe mir ein paar Bücher geholt. Und die zeige ich euch jetzt mal am Anfang. Die ersten Bücher, die kennt ihr, glaube ich, schon, weil ich zumindest den ersten und den zweiten Teil auf meinem Kanal auch schon mal erwähnt hatte. Und zwar die Diana and Matthew Trilogie von Deborah Harkness, bestehend aus drei Teilen. Die Seelen der Nacht, wo die Nacht beginnt. Und dann das letzte Buch, was ich wirklich neu habe, also hatte ich vorher noch nicht, das Buch der Nacht. Ich habe mir diese Bücher jetzt als Taschenbücher geholt. Ich hatte Band 1 und Band 2 gebunden zu Hause, war aber mit dem Zustand nicht wirklich einverstanden und habe mir dann deswegen die komplette Reihe jetzt als Taschenbücher neu geholt, habe dafür den ersten und den zweiten Teil weggegeben. Ja, es ist in meiner Meinung nach immer so eine Sache mit so relativ dicken Büchern, denn der Zustand ist, auch wenn man sie gebraucht kauft, meistens nicht so berauschend. Noch dazu sind das ja eigentlich echt coole Taschenbücher, also die sind so wabbelig irgendwie. Das heißt, man kann sie auch wunderbar lesen, ohne dass man hinten den Buchrücken zerknickt, was ich bei Taschenbüchern nämlich normalerweise nicht mag. Aber hier stört mich das überhaupt nicht. Wie ihr wisst, bin ich ja momentan auch dabei, den ersten Teil zu lesen und es liest sich auch als Taschenbuch wirklich angenehm. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich mir diese Bücher geholt habe. Die haben pro Buch 9,99 € gekostet. In dieser Trilogie geht es um Diana, die eine Hexe ist, das aber nicht auslebt. Sie benutzt ihre magischen Fähigkeiten nicht und möchte ihre Herkunft als Hexe auch am liebsten vergessen. Das ist allerdings nicht ganz so leicht, vor allem da ein paar Dinge geschehen, die sie mit ihrer Herkunft, mit ihrer Vergangenheit und mit ihren Fähigkeiten konfrontieren. Und eine große Rolle hierbei spielt auch ein sehr charmanter, sehr mysteriöser und unglaublich gut aussehender Vampir namens Matthew. Ja, wie gesagt, ich lese den ersten Teil jetzt schon seit längerem. Er gefällt mir wirklich richtig gut. Ich möchte mir für die Reihe aber einfach Zeit nehmen und bisher fand ich sie wirklich umwerfend toll. Ich kann euch das Buch nur empfehlen, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das nächste Buch, das ich mir dann geholt habe, war schon etwas länger auf meiner Wunschliste, seit Februar nämlich, um genau zu sein, nämlich Götterfunke, liebe mich nicht von Mara Wolf. Das Buch hat 18,99 € gekostet und wie gesagt, ich wollte schon länger haben, habe mich jetzt mal dazu entschlossen, es mir zu holen und die Reihe mal anzufangen. Ich habe auch schon reingelesen, ich glaube 70 Seiten habe ich schon, fand ich nicht schlecht. Konnte mich aber jetzt auch noch nicht so mitreißen, dass ich gleich weiterlesen wollte. Deswegen wird das jetzt noch etwas hinausgeschoben. Aber ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, vor, es relativ bald zu lesen. Hier geht es um den Göttersohn Prometheus, der seine Sterblichkeit zurückerlangen möchte. Hierzu bekommt er alle 100 Jahre die Chance. Nämlich ist seine Aufgabe, ein Menschenmädchen oder eine junge Frau zu finden, die sich nicht in ihn verliebt, sondern die ihm widerstehen kann. Die Auserwählte für diese Aufgabe ist in diesem Fall Jess, unsere Protagonistin. Und ja, ich bin schon total gespannt, wie die Geschichte weitergehen wird. Man hört ja auch sehr unterschiedliche Meinungen darüber. Die einen mögen es sehr gerne, manche wieder weniger. Ich möchte mir davon auf jeden Fall selbst ein Bild schaffen und freue mich schon darauf, das Buch lesen zu können. Das vorletzte Buch, das ich mir dann neu aus der Buchhandlung gekauft habe, ist Paper Prince, das Verlangen von Erin Watt, der zweite Teil in der Paper-Trilogie. Hier geht es um Ella, die nach dem Tod ihrer Mutter alleine klarkommen muss, bis sie von einer mysteriösen Familie, nämlich den Royals, aufgenommen wird. Mehr möchte ich zum Inhalt nicht verraten, das könnt ihr euch gerne selbst angucken, wenn euch das interessiert. Die Bücher sind alle mal in der Infobox verlinkt. Das Buch hat 12,99 € gekostet und mehr dazu erfahrt ihr auch auf jeden Fall in meinem Lesemonat für den April, weil ich das Buch auch im April schon gelesen habe, genauso wie den ersten Teil. Wahrscheinlich werde ich zu dieser Reihe, sogar wenn ich den dritten Teil gelesen habe, noch ein extra Video machen, da ich dazu gerne ein paar Dinge sagen würde. Also haltet einfach mal die Augen nach dem offen, wenn euch die Reihe und meine Meinung dazu mehr interessiert. Und das letzte Buch, das ich mir quasi zum Geburtstag gekauft habe, ist Maybe Not von Colleen Hoover. Das Buch hat 7,95 € gekostet und ist eine Kurzgeschichte zu ihrem Roman Maybe Someday. Hier geht es nämlich um zwei Charaktere, die man schon aus Maybe Someday kennt, Warren und Bridget. Und in Maybe Not wird einfach die Geschichte der beiden erzählt, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe das Buch schon gelesen, also schon vor ein paar Monaten auf Englisch und dann auch noch als deutsches E-Book. Und jetzt habe ich es eben auch noch auf Deutsch in meinem Regal stehen, um meine Sammlung zu vervollständigen. Ich liebe Colleen Hoover, ich liebe ihre Bücher und das ist auf jeden Fall eine tolle Ergänzung für jeden Fan von ihr. Dann durften diesen Monat noch zwei Mängelexemplare für jeweils 2,99 € bei mir einziehen. Über den Inhalt weiß ich gar nichts, deswegen kann ich dazu jetzt auch nichts sagen. Aber von der Autorin habe ich bereits ein Buch gelesen, das mir sehr gut gefallen hat und deswegen freue ich mich auch schon auf diese beiden Bücher. Nämlich einmal Sowas wie Liebe von Anna McPartlin
Und das zweite Buch dann, weil du bei mir bist, ebenfalls von Anna McPartlin. Von der Autorin habe ich schon die letzten Tage von Rabbit Hayes gelesen, was mich total überzeugen konnte. Und deswegen gehe ich jetzt auch mal davon aus, dass mir diese beiden Bücher gut gefallen werden. Wie gesagt, sie haben beide 2,99 € gekostet, weil ich sie als Mängelexemplare gekauft habe. Genau, und ich bin auf jeden Fall schon gespannt zu sehen, ob mir auch andere Bücher von der Autorin gefallen werden. Die nächsten beiden Bücher, die ich mir dann gekauft habe, sind englische Bücher, die ich schon länger haben wollte, beziehungsweise das eine ist jetzt auch erst rausgekommen im April, aber ich wollte es trotzdem unbedingt gleich haben. Und zwar The Upside of Unrequited von Becky Albertalli. Von dieser Autorin habe ich bereits nur 3 Worte gelesen, also auf Englisch Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Und das Buch hat mir so unglaublich gut gefallen, es war so toll geschrieben, so richtig süß und herzergreifend, und deswegen wollte ich jetzt auch gleich das zweite Buch von der Autorin lesen. Hier geht es um Molly, die sich sehr oft in Jungs verliebt. Sie war nämlich insgesamt schon 26 Mal in jemanden verknallt, traut sich aber nie auf ihren Schwarm zuzugehen und etwas zu sagen. So kommt es auch, dass sie noch nie einen Freund hatte und ihre Schwester Cassie möchte daran gerne etwas ändern. Als Cassie nämlich eine neue Freundin hat, die zufälligerweise einen super süßen Kumpel hat, möchte Cassie Molly gerne mit ihm verkuppeln. Da gibt es allerdings auch noch Reed, Mollys Mitarbeiter in einem Laden, der ein riesengroßer Tolkien-Fan ist und mit dem sich Molly super gut versteht, den sie aber nicht auf diese spezielle Art und Weise sieht. Oder etwa doch? Das herauszufinden, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon total. Ihr habt ja auch schon gesehen, ich lese das Buch auch im Moment und bisher gefällt es mir wirklich richtig gut und ich freue mich schon so sehr darauf zu sehen, wie die Geschichte weitergeht und wie es am Ende ausgeht, für wen Molly sich entscheiden wird. Es ist auf jeden Fall auch so schön geschrieben, super leicht zu verstehen und liest sich richtig, richtig angenehm. Und auch dieses Buch durfte, wie gesagt, bei mir einziehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat. Wenn ich dran denke, dann dann blende ich es euch mal hier unten ein. Und auch das nächste Buch ist auf Englisch und das war so ein ziemlicher Fail. Nämlich habe ich mir Fangirl von Rainbow Rowell gekauft. Und 2 Tage, nachdem ich das Buch bestellt hatte, habe ich rausgefunden, dass das Buch im Juli auch auf Deutsch erscheint. Und das ärgert mich jetzt ziemlich, weil ich es auf Deutsch eigentlich auch gerne hätte. Aber jetzt habe ich es ja schon auf Englisch, also mal gucken, wie ich das dann handhaben werde. Jedenfalls habe ich mir dieses Buch, wie gesagt, auch geholt. Hier geht es um Kath, die auch ihr erstes Jahr auf dem College beginnt. Kath ist ein ziemlich zurückgezogener, sehr schüchterner Mensch, ganz anders als ihre Zwillingsschwester Ren, die im College ihren eigenen Weg gehen möchte und nicht mehr so viel Zeit mit Kath verbringen möchte, was für sie natürlich sehr schwierig ist. Kath liebt zudem Fanfiction, was ja auch der Titel Fangirl schon irgendwie sagt. Und ich bin auf jeden Fall schon gespannt zu sehen, wohin diese Geschichte führen wird. Eine Freundin von mir hat das Buch gelesen und war richtig begeistert davon. Allzu viel weiß ich über den Inhalt aber nicht. Ich möchte mich da gerne überraschen lassen. Von der Autorin habe ich bereits Eleanor and Park gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Und deswegen freue ich mich auch schon total auf Fangirl. Die letzten 4 Bücher habe ich mir nicht selber gekauft, sondern habe ich zugeschickt bekommen. Die ersten beiden Bücher habe ich in einem Gewinnspiel vom FJB Verlag gewonnen, nämlich einmal Schattenkrone und den zweiten Teil der Reihe Göttertochter von Eleanor Herman. Hier handelt es sich um Band 1 und Band 2 in der Royal Blood Reihe. Wie gesagt, ich habe die Bücher in einem Gewinnspiel gewonnen, was eigentlich ziemlich lustig war. Das Gewinnspiel war nämlich schon im Februar oder so und ich habe mich damals angemeldet, habe das dann aber total vergessen und habe dann auf einmal im April die E-Mail bekommen, dass ich eine der Gewinnerinnen bin. Habe mich natürlich total darüber gefreut und freue mich auch schon darauf, diese Reihe mal lesen zu können. Hier handelt es sich nämlich um eine Art Nacherzählung von der Geschichte von Alexander dem Großen, beziehungsweise von ihm als Jugendlichen. Und ich liebe geschichtlich orientierte Bücher, die auf wahren Hintergründen basieren und dann aber doch einen eigenen Touch bekommen. Außerdem habe ich bisher über die Bücher nur Gutes gehört und freue mich deswegen schon sehr darauf. Und die letzten beiden Bücher sind Rezensionsexemplare, die ich zugeschickt bekommen habe. Einmal Bitter and Sweet, verlorene Welt von Linnea Harris aus dem Ivy Verlag. Vielen, vielen Dank für die Bereitstellung des Rezensionsexemplars. Hier handelt es sich um den 3. und letzten Teil in der Bitter and Sweet Trilogie, in der es um Jillian geht, die herausfindet, dass sie eine Hexe ist und daraufhin auf die Winterfold Academy kommt. Eine Art Internat für übernatürliche Jugendliche. Dort gibt es nicht nur Hexen, sondern auch Vampire und Werwölfe. Und Jillian muss sich dann quasi in dieser neuen Welt zurechtfinden und wird mit allen möglichen Dingen, zum Beispiel Dämonen, aber auch ihren Gefühlen für nicht nur einen, sondern gleich 2 junge Männer konfrontiert. Ich habe das Buch ja auch schon in meiner Want-to-Read-Liste für den Mai erwähnt und möchte das auf jeden Fall auch ganz bald lesen. Und auch das letzte Buch ist, wie gesagt, ein Rezensionsexemplar, und zwar Auf immer gejagt von Erin Summerill aus dem Carlsen Verlag. Auch hier vielen, vielen Dank für das Rezensionsexemplar, hat mich wirklich total gefreut. Hier handelt es sich um den ersten Teil in der Das Königreich der Wälder-Reihe. Und es geht hier um Tessa, deren Vater ermordet wird, und sie soll nun herausfinden, wer ihn umgebracht hat. Der Hauptverdächtige in diesem Fall ist Cohen, der als Lehrling bei ihrem Vater gearbeitet hat und der ihr bester Freund seit Kindertagen ist. Zudem ist sie heimlich in ihn verliebt und möchte daher natürlich unbedingt an seine Unschuld glauben.
Ob ihr das gelingen wird, ob Cohen tatsächlich der Mörder ist und wenn er es nicht sein sollte, wer dann dahinter steckt, das alles erfährt man hoffentlich in diesem Buch. Ich freue mich schon total darauf und möchte das auch bald lesen. Das waren alle meine Neuzugänge aus dem April. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und lasst mich doch wissen, welche Bücher bei euch im April eingezogen sind. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!